Dankeschön. Ja, ich muss mal ganz kurz den Lukas vertreten. Auch Menschen haben Bedürfnisse. Ich wollte jetzt René nach vorne bitten. Ist der hier? Ja. Genau. Der kann sich auch kurz selber noch vorstellen, was er sagen möchte. Hallo. Schön, dass ihr alle hier seid. Und ich möchte euch mal sagen, ich liebe euch. Ich habe zwar ein bisschen Text vorbereitet, aber ich glaube, die Gedanken sind frei. Mein Herz ist frei und es spricht auch frei. Das sollte bei jedem bei euch der Fall sein. Ich stehe nicht hier als Person René Hellermanns, der 32 Jahre jung ist. Ich bin mehr so die innere Stimme von euch. Das kann ich nicht sagen. Und ich will euch was kurz was fragen. Ich will nicht einen Vortrag machen, ich möchte mit euch interagieren. Wer hat noch einen Fernseher zu Hause? Komm, arbeit mit. Wer hat ihn noch zu Hause? Warum ist der Fernseher noch da? Schmeißt die Scheiße aus dem Fenster! IKEA hat Knut, wir schmeißen keine Tannenbäume aus dem Fenster, wir schmeißen die Fernseher aus den Fenstern. Warum erzähle ich euch das? Der Fernseher ist eine Propagandakiste. Ich merke es bei meiner Mutter, die denkt, ich bin ein Verschwörungstheoretiker. Aber ich habe meiner Mutter gesagt, du Mama, ich bin einfach mit dem Flugzeug in so einen komischen hohen Tower eingeflogen. Ich habe das praktisch gemacht. Aber schmacht die Kiste aus, die bringt euch zu passiven Menschen. Und ich finde toll, dass ihr hier alle hier heute da seid. Und ich war letzte Woche, wollte ich schon da sein, ich war aber geschäftlich ein bisschen eingebunden. Und heute bin ich hier. Und ich bin jetzt nicht zum letzten Mal hier, ich bin jetzt jedes Mal hier, sofern ich es einrichten kann, aber ich bin da. Ich denke mal, ihr seid alles sehr bewusste Menschen. Ihr wisst Bescheid, guckt da hoch. Das ist kein normaler Himmel mehr, das ist ein Chemtrail-Himmel. Die Polizei ist nicht unser Gegner, die Polizei ist unser Freund. Die wollen auch nur einen Kühlschrank voll haben, deswegen umarmt sie mit Liebe. Schaut euch da an, Currywurst für 3,90 Euro. Wie soll man denn davon leben können? Das ist das, warum wir heute hier stehen. Wir haben die Schnauze voll. Wir sind nicht gegen etwas, wir sind für etwas. Für den Frieden. Wir alle haben Angst. Ich habe Angst. Vor Krieg. Wir gucken es immer nur im Fernseher. Wir machen Counter-Strike, wir machen Battlefield oder sonst irgendwas, zocken wir im Internet. Aber Krieg hat noch keiner von uns wirklich erlebt. Ich will es auch nicht. Es reicht mir schon, was hier in Deutschland an Krieg ist. Viele sagen, wir haben nicht, ja, der Dritte Weltkrieg ist nicht da. Ich sage euch, der Dritte Weltkrieg passiert schon seit langem. Chemtrails, Mononatriumglutamat, Geschmacksverstärker, Aspartam mit Coca-Cola Light. Das sind alles Sachen, die euch krank machen. Burger King, McDonald's, alles Scheiße. Und für euch steht eigentlich nur eine Seele, die sich nach Liebe, Freiheit, Geborgenheit sehnt. Guckt, wie viele Nationen hier stehen, wie viele unterschiedliche Gesichter. Es ist Wahnsinn. Ich liebe euch. Eben war da ein Mann in der Menge mit einem Einkaufswagen, der Pfandflaschen gesammelt hat. Leute, packt euch an den Kopf. So weit sind wir schon. Menschen müssen sich von Pfandflaschen ernähren. Wann werdet ihr alle wach? Ihr seid alle wach, die hier sind. Aber es sind zu wenige, die wach sind. Alle, die gerade vorbeilaufen und lachen, die sollten sich lieber hierher stellen und uns mal zuhören. Denn wir sind hier, wie man sieht, für Frieden in der Welt. Wir wollen keine Kriege, wo Frieden mit Waffen gemacht wird. Das kann doch nicht mit Frieden und Lieben zu tun haben. Wir brauchen keine Waffen.
Das, die beste Waffe ist unser Herz, unsere Liebe. Das ist die beste Waffe. Aber ich bin nur René, 32 Jahre jung. Ich stehe eigentlich gar nicht hier. Ich bin eure innere Stimme. Und ich möchte euch daran erinnern, wenn ihr Freiheit haben wollt, dann kämpft dafür. Und das meine ich ernst. Und ich gebe euch auch die Anleitung. Die Anleitung, wie man das hier vergrößert, wie man an mehr Menschen kommt. Auf Facebook, wer ist über Facebook gekommen? Facebook-Veranstaltung. Wie viele Leute haben zu dieser Facebook-Veranstaltung ja gesagt, ich komme? 300. Wo sind die? Ja, frag ich mir auch, ja. Habe ich in der Hosentasche? Deswegen, wenn ihr die Leute kennt, die heute ja gesagt haben, aber nicht hier sind, packt sie her, bringt sie her. Ich komme aus dem Marketingbereich und ich kenne mich mit Marketing im Internet sehr gut aus und ich werde der Gruppe, die das hier alles veranstaltet hat, heute mein Marketingwissen kostenlos zur Verfügung geben. Dafür könnte ich locker 10.000 Euro und mehr verlangen, aber ich gebe es kostenlos, weil es für die Menschen ist. Weil ich diese geile Welt liebe. Geht in euch, überlegt euch 10 Menschen, die nächste Woche Montag, die ihr mitschleppt. Natürlich müssen die schon halb aufgewacht sein, ihr braucht keine schlafenden Menschen, die sind eh mit inneren Widerständen. Die gehen lieber dann, ach, läuft da gerade Glücksrad oder Deutschland sucht den Superstar, ist eine super Sache. Übrigens, Deutschland sucht den Superstar, kennt ihr Fernsehkritik.tv? Da gibt es Insider, die waren in den Motto-Shows, 16, unter den 16 Besten. Das ist alles getürkt, was da läuft. Deswegen macht die Scheiße aus, die Kiste. Bringt 10 Leute nächsten Monat, Montag hierher. Und dann, ich werde demnächst nochmal sprechen, ich habe ein wunderbares Netzwerk von Menschen, die um mich herum sind. Ihr seid nicht alleine. Wir sind alle eins. Glaubt mir, ich habe ein Netzwerk von Menschen hinter mir. Ich stehe nicht alleine. Ich bin dann nur eure innere Stimme. Ich habe einen direkten Kontakt zum Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte. Einen direkten Kontakt. Das heißt, wenn ihr irgendwas mit Polizei oder sowas zu tun habt, mit Gerichtsvollziehern oder sonst was, da gibt es Möglichkeiten für. Und ihr seid nicht alleine. Und wenn ihr euch bis jetzt alleine gefühlt habt, es gibt ja das nette Spiel 4 gewinnt. Wer kennt 4 gewinnt? Schmeißt das Spiel weg. Wir machen Wir gewinnt. Ich wünsche euch alles Gute. 10 Menschen nächsten Montag hinterher. Wir wachsen, wir expandieren und wir fangen alle Leute auf. Danke, ich liebe euch. Vielen Dank. Schmeißt den Fernseher nicht weg, sondern guckt euch die Anschau auf ZDF an, weil es gibt vernünftige Sachen. Ja.